Die Makrelen sind da. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Fisch, Fisch, Fisch. Kommt mit uns nach Dänemark. 2 Wochen Urlaub und Angeln, die es in sich haben und einiges versprechen. Wir befischen die Nord- und Ostsee sowie den Limfjord. The Mackerel Train. The Mackerel Train, ja. Yeah. Wir tauchen ein in eindrucksvolle Natur und Sehenswürdigkeiten, bereiten unseren Fang frisch zu und zeigen euch alles, was es für das Makrelenangeln hier oben gibt. Okay, Leute, wir sind hier live im Führerbunker. Führerhauptquartier. Okay, ja, ja, ja. Das ging gerade richtig ab. Ich glaube, da hat eine Robbe was runtergeklaut. Die erste Nordseemakrele. Juhu. Yes. So. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir sind gerade zurück aus Dänemark, 2 Wochen liegen hinter uns, da oben Angelurlaub und Natururlaub. Wir waren ein paar Tage in Jutland an der Ostsee, danach gleich nach Aalborg an den Limfjord, quasi in die nördliche Mitte des Landes und dann nochmal 1 Woche in Filsande an der Ostsee. Wir haben überall versucht zu angeln auf Makrele, wir nehmen euch mit ans Wasser in die Natur, also let's go. Wir starten unsere Reise in Jutland am Kattegat und fahren über Felder, die bis zum Horizont reichen. Die ganze Region hier ist allgemein sehr flach und landwirtschaftlich geprägt. Ich wollte hier unbedingt nochmal an die östlich-nördliche Seite von Jutland, weil die Küstenlinie geprägt ist durch hohe Steilwände. Jetzt im Spätsommer sollen vereinzelt Makrelenschwärme hier bis unters Land kommen. Das Wasser ist noch sehr aufgewühlt, als wir ankommen. Nach den ersten Würfen verliere ich gleich einen Fisch direkt vor den Füßen, der aber für die ersten Tage der einzige bleiben sollte. Oh nein! Oh, wie ärgerlich. Bau, bau, bau. Jetzt gibt's Fisch, Makrele und Makrele. Anni und ich tun uns schwer. Der Wind steht auflandig und bei jedem Wurf hin Kraut am Haken. Die Natur hier oben ist eindrucksvoll und wir beschließen erst einmal die Gegend kennenzulernen. Wir erkunden Molsbjerge, ein Nationalpark im Süden der Halbinsel. Der Park ist geprägt durch viele kleine Hügel, auf denen man einen Blick über das Land und die Küsten bekommt. Wir sehen viele Tiere hier im Park und retten auch einige vor dem Überfahren, wie diese Raupe hier, die bald zum Schmetterling wird. Genau wie die Blindschleiche hier verdrücken wir uns auch aus dem windigen Norden und versuchen mal unser Glück an der Natomole in Ebeltoff. Das Schöne ist, dass wir unten mit dem Wind werfen können und so ganz weit rauskommen. Ich habe mir gerade Tipps geholt, weil der Kollege dort hinten die ersten Makrelen rausgeholt hat. Wir müssen den Köder über den Grund tanzen lassen, so viel steht fest. Ich ziehe trotzdem stur meinen Sandal durchs Wasser, lasse ihn tief sinken und Anni angelt mit Heringsblauen Paternoster. Anscheinend die bessere Wahl. Ruhig bleiben. Mackerel! Rot mit einem Wuchs hoch. Sehr gut. Kannst einfach hinlegen. Hinlegen. Wir verlassen Jutland mit schönen Bildern und der Tatsache, dass wir keine Schneider mehr sind. Unser nächstes Ziel lautet Aalborg. Hier haben wir eine Airbnb-Wohnung als zentralen Punkt, um Dänemarks Norden zu erkunden. Wir reisen von hier nach Skagen, die nördlichste Stadt Dänemarks, gezeichnet durch ein Stadtbild mit ockerfarbenen Häusern. Wir erkunden neue Leuchttürme und Leuchtfeuer aus alten Zeiten, wie das Wippenfeuer mit dem Feuerkorb.
Das Wasser hier oben ist im Vergleich zu Djursland glasklar. Der ganze Strandabschnitt wird noch verziert durch die Hinterlassenschaften von Nazi-Deutschland. Riesige Betonbunker, die immer mehr vom Meer geschluckt werden, kann man hier oben erkunden. Kommen Sie rein und gucken Sie raus. Okay, Leute, wir sind hier live im Führerbunker. Führerhauptquartier Dänemark-Skagen an der Ostsee. Boah, ist das interessant. Oh, hier hat jemand hingepillert. Dunkle Räume mitten im Bunker und Graffiti. Schon eine gruselige Vorstellung, wenn man weiß, dass hier früher mal Soldaten drin waren. Oh, hier ist noch ein Loch im Boden. Vorsichtig sein. Und vorsichtig wieder zurück. Gruselig. Wir laufen weiter und erreichen nach einiger Zeit die Landspitze von Grenen, an der sich Nordsee und Ostsee verbinden. Schade, dass man durch den Film nicht riechen kann, denn hier oben hat es komischerweise stark nach Verwesung gerochen. Woran das lag, blieb uns aber leider offen. Wer hier oben nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, kann die Landspitze aber auch ganz praktisch mit dem Traktor-Shuttle erreichen. Vor allem für ältere Leute ist das sehr praktisch. Wir haben uns dann an der Nordseeseite auf den Rückweg gemacht und trafen nach einiger Zeit diesen Kollegen hier. Bei der Anzahl an Möwen hier wollte ich ihm erklären, dass seine Aktion sehr mutig ist und er sich mal lieber wieder verkriechen sollte. Er war aber leider anderer Meinung. Am Abend stand dann wieder mein Programm auf dem Plan und wir sind zum Limfjord mit dem Rad. Wir sind gleich am Limfjord mit dem Fahrrad. Ich hatte mir auf aalborg.dk die freien Angelstellen rund um die Stadt angeschaut und dabei diese flache Bucht direkt in der Nähe unserer Wohnung herausgesucht. Mein Gefühl sagte mir, dass es hier sehr nach Meerforelle roch. Wenn ihr noch weitere Informationen rund um die Angelstellen um Aalborg haben möchtet, dann habe ich euch den Link dazu in die Beschreibung gepackt. Fisch, 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 Fisch. Geil. Oh. Vierter Wurf. Boah. Livefisch. Boah. Wenn ich dir assistieren soll, sag Bescheid. Ja, einfach die Kamera drauf, wir haben keine. Boah, wie geil ist das denn? Boah. Boah. Das ist eine Forelle, ja. Mega. Makrele! Hätte man gar nicht gedacht, dass sie da sind, ne? Ne, mega. Im Limfjord. Ey, das ist schöne. 40 hat die. Geil. Die Zubereitung für Makrelen ist einfach und schnell gemacht. Ich nehme frischen Knoblauch und wenn ich zur Hand habe, noch etwas Petersilie. Das Ganze wird im Fisch und auf der Alufolie verteilt. Etwas Salz, Pfeffer zum Würzen und als Topping Olivenöl dazu. Das Ganze für 20 Minuten in den Ofen und zwischendurch im Ofen einmal wenden, dass der Knoblauchsud schön durch den Fisch ziehen kann. Besser geht's nicht. Lecker Makreli.
Am nächsten Morgen sind wir früh aufgebrochen, um die berühmte Rupjer-Knude-Wanderdüne zu besichtigen. Eine der größten Wanderdünen Europas mit einer Höhe von 70 Meter. Auf dem Weg dahin wandern wir durch die Dünen und erkunden verlassene Ferienhäuser im Sand und alte Treppen, die von der Erosion irgendwann dahin gespült werden. In weiter Ferne erblicken wir auch schon das Rupjer-Knude-Fyr, ein Leuchtturm, der erst 2019 einige Meter umgesetzt wurde. Viel mehr als der Sand machen ihm die Klippen zu schaffen, die sich immer mehr in das Land hineinfressen. Am Leuchtturm sind noch viele Steine und Ruinen von alten Nebengebäuden des Turms erkennbar, die der Natur aber schon zum Opfer gefallen sind. Fix und fertig sind wir dann am Strand zurückgelaufen und haben einen Plan für morgen geschmiedet. Erkundungstour in Aalborg City und Angeln im Anschluss. Mit der Aussicht ging mir der Städtetrip um einiges besser von der Hand. Bereits bei unserer Ankunft fielen mir die riesigen Sprottenschwärme in Aalborg auf, was schon mal Gutes verheißen sollte. Viele Graffiti zieren die alte Wikingerstadt mit ihren gut 200.000 Einwohnern und wir machten uns ein Bild von den urigen Straßen und Gassen. Genau wie die Händler und Seefahrer aus Norwegen, die hier früher ein- und ausgingen, hatte ich immer einen Blick auf das Wasser und beim Rückweg zum Auto kam auch der Kormoran unter der Brücke hoch. Unser Angelspot lag direkt am Parkplatz, was sehr entspannt war. Und beim Binden der Montage kamen wir gleich mit John ins Gespräch, der seit 50 Jahren an dieser Stelle angelt. Er war erstaunt darüber, dass wir vorgestern die Makrele im Fjord fangen konnten und als er sich gerade wieder ins Auto gesetzt hatte, fing das Wasser hinter der Brücke an zu kochen. Ich bin dann gleich hingerannt, hab in den kochenden Kessel hineingeworfen und die Party ging los. John kam dann sofort aus seinem Auto und machte auch seine Route fertig. Für die Makrelenschwärme hat er auf jeden Fall seinen eigenen Begriff. Okay. And for eel? When the mackerel train comes, you see, the all the words say all of them. That's fun. That's really fun. The mackerel train. The mackerel train, yeah. Exactly. Kurz darauf hat sich dann bei Anni die Schnur verknotet und ich wollte gerade zum Helfen rüber. But there was a problem with the mackerel train. Mit einer Perücke. Immer gegenhalten. Hut hoch. Boah, schön. Die ist gut. Ja, aber was mache ich denn? Ganz ruhig einholen. Wir holen die Perücke gleich. Wir spulen das gleich wieder ab. Du holst den jetzt erstmal hoch. Ganz ruhig bleiben. Boah. Boah, vier Stück. Warte, ich helfe dir. Jetzt schon. Warte. Schnur zu mir, Schnur zu mir. Nein, die Rolle ist auf. Ja. Okay. Petri. Hast du es auch? Ja, du bist drauf. So, ich brauche was zum Atmen. Drei auf einen Streich. Komm erstmal runter. Oh, what a stress, eh? Oh. Three fish. Nice. And there was nothing on top of the water. Yeah, but sometimes they stay deep. Okay. So they are out there. Sometimes they stay deep. We'll try again. But I love the bite of a mackerel. It's always a thrill, eh? He's the man for the big ones. Guck mal, ich habe eine Grundel gefangen. Also um es nochmal zusammenzufassen, wir fahren nach Norddänemark und fangen im Fjord eine Schwarzmundgrundel, genauso wie Hinner Weser. Ich sag's euch, Freunde, die verfolgen mich, die Viecher. Wo kommt's hoch? Ja, da kann ich nicht hinwerfen.
Jo, Strang voll. Makrelis. Ich glaube, es ist nur eine. Jetzt wird es aber gerade schwer, wenn die noch eine eingehakt hat. Aber so riesig sind sie, glaube ich, nicht. Where did you take your fish? You have the, you clean some fish? We have a small bag. Yes. So you, okay. Because I saw what you can't fit. Because I catch three and I saw there was only what have you here? We have 1, 2, 3, 4, 5 down here. And I just knew I had catch three, so I said what? Oh. Okay. Oh, die hat sich ein bisschen eingehakt. Whoppa! Big one. Got one. A big one! Yeah, nice. Direkt unter der Brücke hier am Limfjord. Wir hätten es nicht gedacht, wir haben ganz viele Makrelen hier am Platz, haben einfach mal geworfen. Lokaler Fischer ist jetzt auch dabei und sagte, wir haben ziemlich Glück heute, also mega Tag. Oh, you're a little bit of jigging, right? Always. Exactly. Okay. Like jigging, you know. Down okay. So it goes like a wounded fish, you know. Yeah. It's always work. Okay. Dann erklärte mir, dass er den Köder immer nur hüpfen lässt, also immer nur leicht anjiggt, quasi über den Grund hüpfen lässt. Anders als ich es aus Norwegen kenne, wo wir eigentlich Makrelen in den ganzen Freiwasserbereich angeln können, ist es in Dänemark eher so, dass man immer auf dem Grund bleiben sollte. Wir haben viel mitgenommen und fanden diese Art von John mega gut, weil er uns einfach frei angeboten hatte, unsere Makrelen bei ihm mit in den Eimer werfen zu können. Er sagt immer, take your time, als wir unsere Fische dann ausnehmen wollten. Da können gerade wir Deutschen uns viel von mitnehmen, von dieser freien Art, und ich finde, das macht dieses in Dänemark einfach auch aus, da oben. Ja, und dann ging es noch ein bisschen mit Sachkunde weiter. It's a bristling. Yeah, it's related to herring, because yeah. You know there's in the family there are 350 different species of herring. But you know, take your finger and try to do like this on the stomach. Then you find out if it's a bristling or it's a herring. Yeah. You know, when you do it like this, it's soft. Doing like this is rough. Okay. Yeah. And if it's rough, it's a bristling. It's a bristling. Also, bristling have bigger eyes than a normal herring. Okay. It is so nice. But take your time to clean it. No problem. Yeah. Because I'm being here. Yeah. Ja, Anni und ich haben dann weitergemacht, einfach die Makrelen ausgenommen und auf einmal kommt dieser nette Mensch mit diesen beiden Babys um die Ecke. Zwei Hansenköder, genauer gesagt die Hansen Pilgrim in 22 Gramm, einmal in Silber, einmal in Kupfer, und meinte dann folgendes. So, here's a gift for you. Oh. A gift for a German man, thank and you. A gift for a German girl, or you can switch them if you want. Very nice. It's a Danish lure, it's called Hansen. Yeah. It's a real good lure. For this kind of fishing we are fishing right now. So it's yours, it's brand cool. New. Cool, thank you. John, thanks a lot, and I know you're watching right now. I hope you're not upset when I say, hey audience, let's give it a try and let's grow this channel. I would like to give away my blinker to you, doesn't matter which color of them. You just have to subscribe the channel and to comment the right numbers of macros we catch in total under the film. And I will announce the winner in the next film and on Instagram. Ja, ich würde bei dieser Gelegenheit gerne einen Blinker von diesen beiden, entweder in Kupfer oder in Silber, an euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach unten unter dem Video die richtige Anzahl an Makrelen als Kommentar eintragen, die wir insgesamt in diesem Film gefangen haben. Ich werde den Gewinner dann im nächsten Film bekannt geben, als auch bei Instagram. So, machen wir weiter mit dem großen Finale. Eine ganze Woche in Fide Sande, also let's go. So, wir sind jetzt gerade in Fide Sande angekommen. Ist mega windig, aber die Sonne geht gerade unter. Wir machen jetzt noch hier in der Abendsonne 2, 3 Würfe
weil wir wissen, dass hier die Heringe oder Makrelen abends reinziehen. Wir haben das im letzten Jahr schon im letzten Video drin gehabt. Suchen sie jetzt gezielt die Innenmole aus und boah, mega windig. Ich hoffe, man hört das über die Mikrofone. Und dann schauen wir mal, ob sich noch irgendwas machen lässt hier. Die Robben sind zurzeit extrem vertreten und haben sich auch im Vergleich zum letzten Jahr stark vermehrt. Es sind jetzt viele Jungtiere dabei, die noch extrem verspielt sind und nicht nur an Land ihr Unwesen treiben. Achtet mal auf den Kollegen in der Mitte, der sich gerade streckt. Schmeißt er bewusst Sand in Richtung Nebenmann? Wir werden es nicht erfahren. Die Sprotteninvasion ist auch hier allgegenwärtig. Das freut nicht nur die Robben, sondern auch Hunderttausende von Möwen, die sich am ganzen Holmslandsglied zurzeit die Bäuche vollschlagen. Die Sprotten sind nicht sehr widerstandsfähig und erliegen bereits an leichten Schürfwunden, wenn sie vor den Küsten von Makrelen und anderen Räubern aufgescheucht werden. Am Strand zeigt sich somit dieses Bild und das sollte sich auch die ganze Woche nicht mehr ändern. Wir versuchten alles in den Dämmerungsphasen, morgens und abends, aber ohne jeglichen Erfolg. Die einzigen, auf die man sich verlassen konnte, waren die Seesterne. Der erste Kapital des heutigen Tages hat gekämpft wie ein Ochse. Mein Ziel war es dieses Jahr eigentlich, die Innenmolen stärker zu befischen, da die großen Steine weit draußen oft zu rutschig und somit viel zu gefährlich sind. Man konnte das Paternoster über den Boden tanzen lassen, wie man wollte. Es tat sich einfach nichts. Die Nerven liegen blank, es dämmert jetzt langsam und wir müssten noch was essen. Die Ausbeute für heute, 0, 0. Von netten Holländern haben wir einen Tipp bekommen, dass man es morgens gut probieren sollte, in der Morgendämmerung. Wir werden jetzt morgen mal auf die Molen fahren, ganz früh aufstehen um 5 Uhr. Und ja, hoffentlich geht es dann ein bisschen besser. Hier im Hafenbereich sind ganz viele Seehunde, vielleicht liegt es daran. Irgendeine Ausrede braucht man immer, aber morgen ist ein neuer Tag und dann geht es wieder von vorne los. Ich brauche euch nicht zu erzählen, wie der Morgen so lief. Aus diesem Grund haben wir uns gleich danach zum Lüngvik Fyr gemacht, einem Leuchtturm ganz in der Nähe. Nachdem das Dampfschiff Avona hier 1903 gestrandet ist und 24 Menschen ums Leben gekommen sind, wurde der Leuchtturm hier 1906 als letzter an der dänischen Nordsee erbaut. Am Abend bin ich dann nochmal eingetaucht in das Thema Makrele in Fidesande, um für den nächsten Tag gerüstet zu sein. Entweder war es Unvermögen oder wir waren jeden Tag zur falschen Zeit am falschen Ort. Anni und ich beschlossen, am nächsten Morgen nochmal früh zur Nordmole zu fahren. Anni? Ja? Ich glaube, morgen passiert was. Ja? Warum bist du dir da so sicher? Ich habe mir ein neues Paternoster besorgt, extra für Makrele. Das lege ich mir jetzt einfach unter das Kopfkissen. Ach, bei dir hackt's doch. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nichts ist besser als der Kaffee am Morgen. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Planänderung. Es ist 4:30, ich bin gerade aufgewacht. Wir haben noch keinen einzigen Fisch fangen können. Wir werden es jetzt heute Morgen mal auf der Mole probieren, weil die Dämmerungsphasen immer die heißesten Phasen sein sollen für die Makrelen und kommen die ans Ufer. Wir haben seit vielen Tagen Ostwind. Das sind eigentlich hervorragende Bedingungen für die Makrele, weil der Ostwind quasi vom Land wegfegt und dementsprechend das Wasser nicht so stark aufwühlt, das Wasser eigentlich klarer ist. Die Makrele ist ein Sommerfisch und jagt mit den Augen. Das spricht eigentlich dafür, dass sie die Nahrung besser sehen kann und auch nah an die Küste kommt. Wir haben die letzten Tage mit Heringspaternoster geangelt, weil das kleinere Fliegen sind und man dann weiter rauskommt mit dem Köder. Die haben nicht so viel Luftwiderstand, man kommt einfach weiter raus. Ich habe mir jetzt aber gestern mal im Angelladen hier vor Ort diese roten Makrelen-Paternoster gekauft. Wir hoffen, dass sie besser funktionieren. Ich mache die Routen jetzt beim Morgenkaffee fertig und dann sehen wir uns gleich auf der Mole.
Fisch, Fisch on. Muss nur gleich einer schnell an das Messer kommen. In der Tasche. Erstmal musste gelandet werden über die Steine. Ist ja nicht so ganz einfach. Aber du hast eine ebene Fläche. Gerade darüber gesprochen, ne? Paternoster wechseln oder nicht? Die erste Nordseemakrele. Wuhu! Yes. Plan ist aufgegangen. First one. Da war sie, die Erlösung. Aber die Freude war nicht nur auf unserer Seite. Vor unseren Füßen fing die kleine Robbe auch an zu tanzen. Und nebenbei war ebenso das Triple erreicht. An der Ostsee, im Limfjord und an der Nordsee hat's mit der Makrele geklappt. Wie verspielt die Seehunde hier sind, seht ihr auch am Fressverhalten. Mit den Sprotten wird viel herumgespielt oder wie in diesem Fall einfach wieder losgelassen. Das rote Paternoster hat es echt geregelt. Nachdem das Hafen-Aushubschiff an diesem Morgen begonnen hatte, Lärm zu machen, schwanden die Hoffnungen zunächst. Doch es sollte noch was kommen. Jo, Fisch. Fisch on. Boah. Lass immer noch ein bisschen tanzen, vielleicht steigt noch einer ein. Oh, ja. Jetzt ist er cool. Jetzt läuft sie wie am Schnürchen. Oh, ich hoffe, das ist jetzt keine. Boah, das war gerade richtig. Das ging gerade richtig ab. Ich glaube, da hat jetzt eine Robbe was runtergeklaut. Eine oder sogar die beiden. Das ist gerade richtig hart. Können die Robben jetzt sein? Geh mal schneller rein. Hast du es gesehen? Oh yeah. Haben wir doch was damit da. Mal ein bisschen angezeigt. Schöne, ne? Schöne Dicke. Richtig schön. Wir zoomen noch mal ein bisschen dran. Oh, die hat so ein schönes Muster. Gut gemacht. Thanks. Die Makrelen sind da. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Vielleicht ist es aber auch das rote Paternoster, was wir noch gekauft haben gestern. Who knows? So Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Thanks for watching. Vergesst das Gewinnspiel nicht, damit helft ihr mir und dem Kanal weiter zu wachsen und gebt mir auch weitere Motivation, dass ich Dokumentation in dieser Art machen werde. Ich werde den Gewinner dann im nächsten Film bekannt geben und bei Instagram. Bis dahin wünsche ich euch Petri am Wasser. Macht's gut und alles Gute.